Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache immer weiter mit meiner Serie Schach der Großmeister, in der ich alle Partien aus der berühmten WDR-Sendung neu aufbereite und hier auf diesem Kanal analysiere. Wir sind im Jahr 1993 angekommen, ich gehe chronologisch vor. Partie zwischen Matthias Wals und Christopher Lutz. Wals hatte 92 gewonnen gegen Gerald Hertnick. Hatte sich also wieder qualifiziert für diese Sendung und traf auf seinen Nationalmannschaftskollegen Christopher Lutz. Beides deutsche Nationalspieler zum damaligen Zeitpunkt, spielten auch zusammen bei der Schacholympiade zum Beispiel 1992 in Manila. Ihr seht hier die Elo-Zahlen von damals und wir schauen mal, interessant, denke ich, auf die damalige Weltrangliste, habe ich rausgekramt, 1993. Christopher Lutz mit 2605 war die Nummer 44 der Welt. Hier seht ihr es. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Also, Weltklasse, kann man sagen. Heutzutage, im Jahr 2023, 30 Jahre später, da braucht man für Top 40, Top 50 der Welt schon eine Elo-Zahl von 2700. Man spricht hier von Elo-Inflation über die Jahre. Wobei man sagen muss, dass inzwischen das oben an der Spitze ein bisschen stagniert. Die letzten 10 Jahre ist die Anzahl der Spieler mit einer Elo-Zahl von ungefähr 2700 stabil im Bereich von 40, 50 Spielern. Damals hatten nur 5 Spieler eine Elo-Zahl von 2700. Ihr seht es hier oben. Die Legende Garry Kasparov, einer der besten Spieler aller Zeiten. Karpov, Anand, Kramnik, kennt man die Namen, ne? Kramnik inzwischen, hat inzwischen aufgehört, genau wie Karpov, Kasparov natürlich. Ivanchuk spielt immer noch Schach. 2705. 5 Spieler, das war's. Ne? Gab kaum Spieler mit einer Elo-Zahl von über 2,7. Heutzutage viel, viel mehr, so 40, 50. Ganz genau weiß ich es auch nicht jetzt. Ändert sich natürlich auch immer punktuell. So, jetzt aber zurück zur Partie. Wals gegen Lutz. Wals hatte Weiß. Verglichen mit dem Jahr zuvor hatte er einiges an Elo-Zahl eingebüßt. Er hatte gegen Hertnick im Jahr zuvor noch 60 Elo-Punkte mehr, jetzt bei 2480. Damit war er die Nummer 300 irgendwas in der Weltrangliste. Also Lutz hier elo-mäßig favorisiert, aber Wals beginnt mit Weiß und startet mit E4. C5, sizilianisch. Und jetzt der sehr seltene Zug hier F4. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Namen hat, diese Variante. Muss es auch nicht. McDonnell Attack steht hier auf chess.com. Ist auch nicht wichtig. Irgendwie hat alles einen Namen, ne, was nur ansatzweise nach einem logischen Schachzug aussieht. F4 wird selten gespielt. Klar, man schwächt sich so ein bisschen den König. Was soll man zu dem Zug sagen? Kontrolliert das Feld E5, aber ich sehe jetzt auch keine besondere Idee, ehrlich gesagt, in diesem Zug. Das ist einfach der Haupttheorie aus dem Weg zu gehen. Ich habe mal eine Zeit lang diesen Zug gespielt, so 1, 2, 3 Jahre. Das war so, weiß ich gar nicht. Wann war denn das? Schon ein bisschen her. Schon 10 Jahre her so, dass ich das gespielt habe. Auch ein paar Turnierpartien. Hab dann so ein bisschen das Ganze ausprobiert. Schwarz wählt jetzt hier den Hauptzug. D5 attackiert das Feld, den Bauern E4. Der Hauptzug ist hier E schlicht D5. Hier geht es weiter mit Springer F6 normalerweise. Man greift hier den Bauern mit dem Springer an, möchte mit dem Springer hier landen. Läufer B5, Läufer D7, schlagen, schlagen. Man kann auch mit dem Springer hier natürlich nach D7, das geht auch. Aber das sind alles so Varianten, die schon gespielt wurden. C4 hier. Und ganz wichtiges Konzept hier, mit E6 sichert sich Schwarz ordentlich Gegenspiel. Kompensation, wenn Weiß hier nimmt, dann hat Weiß zwar einen Bauern mehr, aber schwacher Bauer auf F4, Feld D4 ist geschwächt und das sieht alles ein bisschen unharmonisch aus, was Weiß da zelebriert. Aber Wals hatte sich was zurechtgelegt hier. Er spielt hier Springer C3, nicht E schlicht D5. Deckt hier den Bauern E4. Ich denke, dass hier D4 ein starker Zug ist. Den Springer attackieren und Raumvorteil für sich beanspruchen. Man kann hier Läufer B5 spielen, Schach, um den Läufer vor die Bauernkette zu entwickeln, bevor man D3 spielt. Aber nach Läufer D7, schlagen, schlagen, Springer CE2 zurück. Kann Schwarz D3 mit eigenem D3 verhindern und ja, wenn man das mit den heutigen Engines analysiert, die natürlich extrem stark sind, kann man sogar hier einen Mini-Vorteil für Schwarz
für sich reklamieren. Das ist kein harmonischer Aufbau mit Weiß, gar keine Frage. Man muss natürlich nicht hier Läufer B5 Schach spielen. Viele haben hier Springer CE2 gespielt, aber das gefällt der Engine noch weniger, weil der Läufer auf F1 eingesperrt wird. Sieht auch, wie gesagt, nicht so schön aus. Egal. D schlicht E4 kam in der Partie. Springer schlicht E4. Solide. Statt D4. Der Bauer C5 ist angegriffen. Wahrscheinlich hängt er nicht wirklich, weil nach E5 hier ein Doppelangriff existiert. Aber Schwarz spielt solide weiter mit E6. Läufer C4. Springer F6. Alles Entwicklungszüge. Dame E2. Springer C6. Droht so ein bisschen Springer D4 hier. Ist ein bisschen unangenehm. Beispiel Springer F3. Entwickelt den Springer. Deckt das Feld D4. Springer schlicht E4. Dame E4. Kann man machen. Und jetzt müssen wir mit Schwarz den Königsflügel zu Ende entwickeln. Läufer E7 bietet sich an. Aber noch ein Ticken stärker ist hier G6. Schöner Zug hier von Lutz. Er möchte Läufer G7 spielen. Den Läufer auf die lange Diagonale platzieren. Und damit kontrolliert er hier sehr schön die zentralen Felder. C3. Deckt das Feld D4. Läufer G7. Kurze Rochade. Kurze Rochade. Beide bringen ihre Könige in Sicherheit. Ja, mit Weiß müssten wir jetzt den Läufer auf C1 entwickeln. So langsam. Aber Weiß spielt hier noch nicht D3. Er spielt erstmal A4. Schafft ein Rückzugsfeld für den Läufer, verstehe ich. D3 könnte Springer A5 zur Folge haben. Dann ist der Läufer hier angegriffen. Deswegen A4, denke ich. Rückzugsfeld schaffen. Im Übrigen, ihr könnt natürlich auch diese Sendung, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, auf YouTube euch anschauen. Die damalige Sendung aus 1993 mit Wladimir Hort, Helmut Pfleger. Es gibt viele Schachfreunde, die die Sendungen hochgeladen haben. Auf verschiedenen kleinen Kanälen kann man sich das anschauen. Die Tonqualität manchmal nicht so dolle, aber ist egal. Ist ja auch lange her, ne? 30 Jahre. Läufer D7. Entwickelt den Läufer. Hier hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Dame C7 gefallen. Mit der Idee B6, Läufer B7. Den Läufer hier schön auf der langen Diagonale entwickeln. Sprach eigentlich auch nichts gegen. Deckt auch das Feld E5 nebenbei, sodass Springer E5 nicht kommen kann. Also ich muss sagen, Dame C7 gefällt mir hier richtig gut. Na gut. Läufer D7 entwickelt den Läufer. D3. Ja, irgendwann muss man den D-Bauern vorziehen, um dem Läufer hier mal ein bisschen Platz zu schaffen. Springer A5 greift hier den Läufer an. Der geht zurück nach A2. Ja, hier gibt es ein paar konkrete Probleme schon für Weiß. Wahrscheinlich ist Springer E5 hier besser. Den Läufer attackieren, noch Springer C4, Dame C4 hier den Bauern C5 attackieren. Und der Springer verhindert das Läufer, ja, verhindert nicht Läufer C6, aber Schwarz muss sich erstmal um den C-Bauern kümmern. Und Weiß hat zumindest seine Figuren aktiviert. Dann kommt Läufer E3, A5 ist eine Möglichkeit. Die Stellung ist ausgeglichen. Aber Weiß wollte unbedingt das Läuferpaar behalten, verstehe ich. Geht zurück mit dem Läufer nach A2. Das führt allerdings zu konkreten Problemen. Läufer C6 greift die Dame an. Und wir sehen schon, die Dame kann den Bauern A4 nicht mehr decken. Die muss zurück auf der E-Linie. Dame E3. Sofort Läufer schlicht A4. Kommt Dame schlicht C5. Deswegen B6. Erstmal den Bauern decken. Springer E5, das ist logisch. Aktiviert den Springer. Greift den Läufer an. Und hier musste Lutz entscheiden, ja, nimmt er den Bauern? Ja, nein. Ne? Das ist nicht so einfach am Brett. Läufer schlicht A4 ist tatsächlich gut. Weiß gewinnt den Bauern zurück mit Läufer schlicht E6. Aber hier Läufer B3 sehr stark. Zum Beispiel Läufer G4, er geht weg. Und hier Turm E8, Fesselung auf der E-Linie. Und letztendlich ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass der E-Bauer weg ist. Normalerweise tauscht man ungerne zentralen Bauern gegen Randbauern. Zentrale Bauern sind immer ein bisschen mehr wert. Normalerweise. Also nicht immer, aber in der Regel mehr wert. Hier konkret, kleines Problem. Die Dame muss wieder wegziehen. Und Weiß mangelt es an Harmonie. Also im weißen Lager mangelt es an Harmonie. Man muss hier irgendwo auf die dritte Reihe weg. Eventuell kommt F6, dann muss der Springer wieder weg. Und der D3 könnte
geschlagen werden, eventuell, wenn der Springer nach f3 geht. Also Weiß hat hier Probleme. Ordentliche Probleme. Es kam stattdessen Läufer d5. Solider Zug. Weiß sollte sich jetzt mal langsam weiterentwickeln mit Läufer d2 hier. Türme verbinden. Aber Läufer b1 zurück. Sieht schon unangenehm aus, weil der Springer nach b3 rein kann. Und tatsächlich kommt er da rein, greift den Turm an. Turm a3, einziges vernünftiges Feld. Turm a2 verliert schon die Partie wegen Springer schlicht c1. Also muss Turm a3 kommen. Da steht der Turm natürlich nicht gut am Rand. Eingesperrt. Fühlt sich da völlig unwohl. Türme brauchen Platz. Springer schlicht c1. Es droht übrigens c4 hier, wenn ich das richtig sehe. Ne? Mit Angriff auf den Läufer und den Springer. Deswegen Springer c1, Turm c1. So, Schwarz hat sich das Läuferpaar gesichert. Steht auf jeden Fall harmonischer. Struktur ist gut. Und jetzt kommt f6. Vertreibt den Springer hier. Springer g4. Turm c8. Ja, Turm c8 weiß ich nicht. Man hätte auch damit die 7 spielen können. Aber gut, Turm c8 ist kein Fehler. Turm a1 zurück. Ja, der muss zurück. Der steht da schlecht. Dame d6 entwickelt die Dame, verbindet die Türme. Turm f1 zurück. Ja, auf c1 macht der Turm nichts. Wir sehen, Schwarz hat Vorteil hier, definitiv. Und ich denke, dass hier h5 ein sehr starker Zug ist. Den Springer vertreiben, dann muss er noch weiter zurück. Dann f5, den Bauern f4 festlegen erstmal. Und danach e5 im nächsten. Und die Stellung öffnet sich immer mehr. Das Läuferpaar wird immer stärker, immer stärker, immer stärker. Das ist halt so, wenn je mehr sich die Stellung öffnet, desto stärker ist das Läuferpaar. Weil es natürlich in alle Richtungen strahlt. Und der arme Springer hier auf f2, der kann da nicht so richtig, mit dem kann man nicht richtig sich gegen die Läufer stemmen. Klar, wir haben noch den weißfälligen Läufer, der guckt natürlich auch doof hier auf den eigenen Bauern. Also die Stellung ist echt klar besser für Schwarz. Lutz spielte allerdings sofort f5. Ist auch okay. Lässt aber den Springer wieder hier rein. Seine Idee war hier, g5 zu spielen. Möchte hier den Springer auf e5 destabilisieren. Natürlich kann Weiß nicht auf g5 nehmen. Es kommt Turm e1. Weiß deckt den Springer. Läufer schlägt e5. Das ist ein guter Zug. Der Springer ist stark. Der muss weg. Und Schwarz erhält auf jeden Fall entweder ein besseres Mittelspiel oder ein besseres Endspiel. Dame schlägt e5. Wenn Weiß hier mit dem Bauern nimmt, dann geht natürlich Dame e7. Und dann haben wir hier eine Mehrheit mit Bauern. Und die kommen hier ganz schnell angerast. Und er sieht dann sehr schnell gefährlich aus für den weißen König auf der F-Linie, G-Linie. Deswegen besser ins Endspiel gehen. Dame E5, Dame E5, F E5. Aber auch hier hat Schwarz Vorteil, definitiv. Es gibt hier ganz simplen Plan, den König hier nach vorne bringen. G4, H5, F4, der König kommt hier rein. Wir haben eine Mehrheit am Königsflügel mit Schwarz. Und Weiß kann mit seiner Mehrheit auf dem anderen Flügel wenig anfangen im Moment. Turm CD8, okay. A5, auch gut. Möchte die A-Linie öffnen. Schwarz sagt, nö, B5. A6, guter Zug. Eröffnet sich die Möglichkeit, hier mal den Bauern anzugreifen. Jetzt König F7. Wir sind im Endspiel. Wenig Figuren auf dem Brett. Könige aktivieren. Ganz wichtiges Motiv im Endspiel. Läufer C2, besser stellen den Läufer. Da steht auch B1 sehr schlecht. Läufer C2. Turm D7. König F2, Turm FD8, das ist schon sinnvoll hier auf der D-Linie, das ist eine halboffene D-Linie, wobei der D3 natürlich gedeckt ist vom Läufer hier. Also wahnsinnig viel kann Schwarzer gar nicht machen. Läufer D1 möchte den Läufer umgruppieren, Läufer C6, das ist hier eine Ungenauigkeit. G4 ist hier sehr stark, ne? Das habe ich glaube ich analysiert, oder König G6, Idee G4, König G5, H5, F4, den König hier rein nach F5. Der Läufer auf D5 steht gut. Einfach da stehen lassen. Es gibt hier nämlich eine kleine Nuance, die wir gleich sehen werden. Nuance ist eh schon klein, also kleine Nuance. Muss man gar nicht sagen, ne? Wie nennt man sowas? Ist egal. Läufer C6. Läufer E2 deckt den Bauern, der war angegriffen. König G6. Und hier könnte Weiß B4 spielen und ausnutzen, dass der Läufer auf C6 steht. Wenn Schwarz nimmt, CB4, CB4, dann kommt Weiß zuerst auf die C-Linie hier und könnte ein bisschen Gegenspiel generieren. Auch wenn Schwarz hier auf D4 reinkommt, den kann man decken und dann
den Turm auf die C-Linie stellen. Deswegen wäre es besser gewesen, wenn der Läufer auf D5 gestanden hätte. In solchen Situationen, dann könnte Schwarz hier direkt Turm C7 spielen und die C-Linie besetzen. Das sind so kleine Nuancen, die man natürlich mit Stockfisch 30 Jahre später problemlos herausfindet. Aber Weiß spielt ja sowieso nicht B4 hier, sondern Turm EB1. Ein bisschen langsam. Warum Turm EB1 eigentlich? Man hätte B4 spielen können eigentlich sofort. Na egal. G4. Läufer F1 geht zurück. Sehr passiv die weiße Stellung, wenn ich ehrlich bin. Übrigens, sowas wie G3 bringt auch nichts. Dann kommt der König nach vorne. H5, H4, F4. Das wird sowieso alles aufgerollter. Das ist nicht so das Problem. Läufer F1. Und ihr müsst bedenken, in dieser Sendung Schach der Großmeister hatten beide auch nur eine Stunde Bedenkzeit für die gesamte Partie. Ich weiß nicht, ab wann Bedenkzeit Gutschrift, ob es eine Zeitgutschrift irgendwann, ob Zeitgutschrift irgendwann eingeführt wurde. Müsste ich mal recherchieren. Aber eigentlich, glaube ich, war es immer eine Stunde Bedenkzeit für die Spieler, weil man ja die Sendung auch planen musste und die war, glaube ich, auf 2 Stunden konzipiert. F4. Das sieht schon sehr unangenehm aus. Die Bauern rollen einfach. Der König kommt nach vorne. E5 wird angegriffen. Turm E1. König F5. Turm B1. AB1. Turm D5. Greift hier den an. Auf E5. B4. Ja, und jetzt kommt ein kritischer Moment. Das Endspiel ist besser für Schwarz. Man könnte jetzt auch B4 nehmen, C-B4, Turm B4 zum Beispiel. Und hier hat Schwarz wahrscheinlich sich gescheut, die Qualität zu opfern. Turm schlägt E5 ist ausgeglichen. Turm E5, König E5, D4 Schach. Und dann schlägt Weiß auf B5. Und das Turmendspiel ist ausgeglichen. Man könnte hier aber anstatt auf E5 zu schlagen, auf D3 schlagen. Und das ist eine Gewinnstellung für Schwarz. Läufer D3, Turm D3. Und hier gibt es zu viele Probleme. Der C3 hängt und es droht Turm D2 Schach und der G2 fällt. Und die Bauern sind zu weit vorne. Und was soll Weiß hier überhaupt machen? Er kann nicht beide Bauern decken, nicht G2 und C3. Und der Läufer ist sehr stark in Kombination mit den aktiven Figuren. Ne? Also Schwarz steht hier sehr, sehr aktiv und hat hier eigentlich ein gewinnträchtiges Endspiel. Tatsache ist aber auch, Schwarz reichte in diesen Sendungen immer ein Remis, um weiterzukommen fürs nächste Jahr. Und deswegen waren auch viele Schwarzspieler, habe ich gemerkt, in dieser Sendung, auch die Jahre zuvor immer so ein bisschen bedacht, nicht zu viel Risiko einzugehen. Turm schlägt E5 stattdessen. Turm E5, König E5. Aber jetzt gewinnt Weiß seinen Bauern wieder. B schlägt C5. König D5. D4 einfach. Wird gedeckt und jetzt hängt der B5. E5. Läufer B5. Schlagen. ED4, CD4, König D4 und jetzt haben wir ein ausgeglichenes Turmenspiel erreicht. Schwarz steht noch ein bisschen aktiver, man könnte meinen, dass hier vielleicht noch was geht, aber der weiße Bauer auf A6 ist schon sehr weit vorne, Weiß hat schon Freibauern, Turm B7, ne, droht hier, der Turm ist aktiv, das reicht, um das Gleichgewicht zu halten. Es geht weiter mit C6, Turm C8, Turm F5, Turm schlägt C6, Turm F4, König E5, Turm G4, Turm A6, Turm G7, H6, König F3, König F6, Turm G8, König F7, Turm G4, Turm Schach auf A3, König F2, A5, er lässt den Bauern laufen, H4, Turm Schach auf A2, König G3, A4, H5, Turm Schach auf A3, König H4, Turm H1, Turm G6, Turm Schach auf H1, König G4 und jetzt hier A3 sehr stark. Hat er gut gerechnet. Turm A6 ist nicht möglich wegen A2 und der Bauer läuft durch zur Dame. Weiß müsste den Turm opfern. Also Weiß hat keine Zeit, den A6 zu schlagen. Wir sehen Turm A6 und jetzt Turm H2, greift den G2 an. Und jetzt ist ausgeglichen. Wenn der König zurückgeht, um den Bauern zu decken, dann kommt Turm H5 natürlich. Und wenn G3 kommt, dann kommt A2 und der Turm deckt den Bauern. Weiß spielte Turm A7 Schach und wiederholte die Züge jetzt hier. König F6, Turm A6, König F7 und die Spieler einigen sich jetzt schon auf Remis, bevor sie ständig die Züge wiederholen. Damit hatte sich hier Christopher Lutz durchgesetzt, weil er mit Schwarz das Remis erreichte und ich glaube, er spielte dann im nächsten Jahr, guck mal schnell, im nächsten Jahr, bei der nächsten Auflage hat er dann wieder gespielt. Genau, so war das damals.
Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Die Partie war jetzt natürlich jetzt kein Knaller, aber das ist ja häufig so. Das ist ja auch jetzt hier eine Aufarbeitung dieser Sendung. Schach der Großmeister. Legendär im westdeutschen Fernsehen. Und ist mal so ein netter Blick in die Vergangenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.